So, da sind wir. Letzte Folge für unsere Aufnahmesession. Dann haben wir erstmal Sommerurlaub. Das heißt, die nächste Folge wird erstmal so eine. Da werden wir wahrscheinlich erstmal 10 Minuten ohne machen. Erstmal reinkommen in die Scheiße. Was ist passiert? Jo, Philipp hat Johann Schuh platt gemacht. Hier unten in Baxi, am Nutztierhof. Die Schlacht habt ihr ja vorher auch gesehen. Und gleichzeitig hat dann aber, die haben dummerweise Johann Schuh, also den Anführer, platt gemacht. So, die tötet. Dann haben wir den ein kleiner Spatto an die Macht und hat gesagt: Ey, weißt, wenn ich hier schon drauf gehe, dann frage ich mal noch den großen Son an, ob der nicht zufälligerweise sozusagen Racheakt, mich sozusagen recht, Avenger-mäßig. Und der dann mal ganz lieb den Popo hingehalten bei Son und der hat sich gesagt: Na komm, ne, wenn ich meine Mädels hier meinem Haaren da angucke, nehme ich den kleinen frischen Popo da. Und zack, jedenfalls ist jetzt Philipp, also Musashi, ist jetzt mit Son im Krieg. Hat jetzt die erste Stadt eingenommen, haben wir euch jetzt irgendwie, war ich nicht, große Zeit, war nichts. Und jetzt ist jedenfalls los. Ja, war wirklich nichts weiter. Nichts drin, zwei Armeen hoch und dann. Okay, fertig, Digga? Ne, ich wollte eine Armee bauen. Oh, dann bau nächste Runde. Und überlegst dir. Dann fresse ich, der laber hier die ganze Zeit, weil ich denke so, hey. Nicht möglich. Naja, machst du richtig, weil ich baue doch gerade Armee. Ich hab das. Ah, ich kann nicht. Ich dachte das doch. Oh, jetzt muss ich noch eine Reform, habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Machen wir einfach mal Charaktergehalt. Ja. Sorry, ich weiß nicht, ob ihr mich gerade überhaupt gehört habt, weil ich habe mein Headset nach oben gemacht. Doch, geil. Doch. Du hast mich gehört. Du, dann ist es auf der Aufnahme drin. Das hat sich noch nicht ganz gerafft mit dem Headset hier sozusagen. Wenn ich das nach oben klappe, soll es eigentlich so sein, dass ich dann gemutet bin. Hi, da sind's ja alle, die ganzen Armeen. Alle, ne? Ne, nicht alle. Die haben noch irgendwo zwei. Na, hallo? Drei Stück ist schon nicht, also ja, gar die nicht. Die haben mindestens fünf bis sechs, haben die sechs, glaube ich, haben die. Ah, ich könnte die eine Armee da hinten noch losschicken können. Ja, du musst jetzt mitmachen demnächst. Demnächst nochmal in zwei Runden. Wie gesagt, ich will T abwarten, weil wenn ich den Krieg erkläre. Habe ich Ki. Oh, geil. Dem mich. Ki will mir ein Handelsabkommen anbieten. Ist das gut. Fett. Das ist gut. Ja, du musst ja jetzt verteidigen und die Armeen von oben runterholen, ne? Er ja, und meine von links noch. Er hat runterholt gesagt. Sorry. Nicht lustig. Was bist du? 12? Nee, 13. 13. So, Son und Ba, ach du Scheiße, ja, Ba, also Ba auch. Nö, mein Dude, machst du schon. Ich muss immer die Karte angucken, dann ist alles rot. Juti uns, aber Ba ist so voll für den Arsch, die sind hier unten am Arsch der Welt. Solange Gialon nicht mitmacht, also gut. Ist einfach, der schon wieder hat, der Junge. Deswegen, ich glaube, ich mache mit dem wirklich mal nichts Angriffspack. Wenn ich dann doch Angst hab. Ach, du bist einer, ey. Warum hast du Angst? Angst haben ist. Angst haben ist Pussy. Ja. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Ich auch so. Es ist echt Zeit, um über Geschehnisse nachzudenken. Fördert Leidenschaft. Nichts hält uns auf. Ja, schön erstmal bei Son nochmal durchlatschen, damit wir hier richtig Minus haben. Minus 65, nice. So, Jungs, und das Problem ist einfach. Jeder Schritt soll ein Weiser sein. Also über den Fluss ist natürlich erstmal übel nice. Bedenkt alles. Ja, es sind zwei Runden an der Front. Marschieren. Möge Gelächter in den Sälen erschallen. Die Wahrheit ist eine unlöschbare Flamme. Machen wir mal einen Hinterhalt, vielleicht bringt das irgendwie was. Die unteren Armeen sind auch nicht aufgeladen. Das geht mir vollkommen auf den Piss, ne? Also ist das so. Haben wir Kandidaten? Ey, Johann Schuh! Der ist 73, Alter. Puh. Nee, danke. So, ich hab doch irgendeinen blauen Typen mal gehabt. Ja, du. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem. Der Typ, der mir jetzt schon wieder auf den Sack, ne. Ja, bist du? Wie alt bist du? Ey, du bist Level 7 und 58. Das geht? Ich
treffe immer. Das ist. Ja, Johann Schuh will ich mir jetzt nicht holen, weil der ist mir jetzt echt ein bisschen zu alt, wenn ich ehrlich bin. Unter einer Flagge. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Kannst du mal bitte befehlshabende General sein mit Level 7, weil das wäre total cool von dir und so. So, dann, du bist Level 3, das heißt, du baust die krassen Bodenschützen. Ja, so ein bisschen auf dem Satz, dass man die einzeln anklicken muss, aber immerhin leckt es nicht mehr beim Anklicken. Als ob ich dachte, ein Reiter, ne? Ach, doch geschissen. So was, du bist der Reitertyp. Die Reiter von mir kosten nur 3500 das Stück. Nö, man gönnt sich ja sonst nichts. So, und du bist doch Level 7, das heißt, du kannst doch die krassen Einheiten bauen. Die Typen hier sind das, ne? Dann würde ich sagen, baust du mal die. Also ich baue jetzt auch gerade noch eine Armee-Dicker, ne? Weil merk schon. Viel hilft viel. Machen wir die Typen dazu noch. Bleib zusammen! Ich bin wieder zufrieden. Er muss da und dauert 2%, braucht 2 Runden, dann ist die Armee komplett voll, also das sieht schon gut aus. Boah, Alter, schon wieder. 4200 wieder. Ich sag's ungern, Digga, aber der Scheiß kostet hier, ne? Das geht mir voll auf den Sack. Was hast du für eine... Du bist eigentlich ganz gut drauf, dann nimm du mal die Axt, weil ich glaub. Oh Mann. Du warst der Typ, der direkt mal befördert wird. Ansonsten heulst du ja schon wieder rum und ach Gott. Diese Leute, die rumheulen, ne? Scheiße, du hast noch nicht mal irgendwas. Ja, ich muss eigentlich mal diesen scheiß Tempel einnehmen, Mann. Krieg ich 10 Zufriedenheit komplett plus. Das wäre mal was. So, ansonsten, ich gehe kurz noch durch die Gebäude durch und dann haben wir es eigentlich schon wieder. Oh, schnelle Armee ausgebaut. So, 8 Armeen, das muss jetzt auch erstmal reichen, weil ich habe erstmal kein Geld für noch eine Armee. Also langsam geht mein Einkommen auch. Nahrung verkaufen. Läuft gerade noch. Bin ich jetzt schon bei 7? Nee, nee. Okay, du bist dran, mein Bruder. Ja, bei mir ist im Moment nicht, muss nicht viel machen. Philipp muss sich irgendwie auf die Verteidigung vorbereiten. Das ist eine gute Frage, wie macht man das? Ja, du nimmst deine Hauptgeneräle, die rennt nach rechts. Und am besten im normalen Lauf, weil du musst dich heilen. Bringt nichts, wenn du da tot ankommst. Den Typen ganz links, ja, den würde ich auch, den würde ich auch nach, in die Mitte wenigstens holen, so. Ja, ja, mach ich noch. Weil das ja erstmal wenig Einheiten wiederkommen. Ja, lauf doch schon mal los. Versteht nicht. Ja, warte doch mal jetzt hier. Du musst doch nicht warten, bis die Einheiten voll sind und dann schnell laufen, sondern kannst du normal laufen und die ganze Zeit heilen. Das stimmt, vor allem das ist trotzdem ziemlich erfolgreich. Ja. In der Stadt bringt dir. Das ist halt anders als zum Beispiel bei anderen Tote Vorteilen. Also du machst hier weiter, ich erzähle mir hier mal ein bisschen. Da war es noch so, dass man in der Stadt in den meisten Fällen halt eine höhere Nachschubrate hatte, wahrscheinlich durch Bevölkerung. Hier ist es zwar auch so, ne, du trittst ja durch die Stadt, also durch den Nutztierhof glaube ich nicht viel, aber durch die, was tritt man hier durch die Stadt mehr? Ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher. Hier steht bei uns halt immer wegen Bevölkerung, ne, aber da bin ich mir nicht ganz... Wenn ich jetzt hier zum Beispiel laufe, Stärkung ist blockiert. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also bei der Stadt kriegst du schon ein bisschen was mehr, aber es macht nicht so einen riesen Unterschied aus. Wie bei anderen Tote Worte. Jedenfalls ist das gefühlt so. Gefühlt. Die gefühlte Wärme und die richtige. Ne, die gefühlte Temperatur und die richtige Temperatur. Ja, oder die echte. So. Ja, also der Ziel ist es, irgendwie so ein bisschen auf Ki zu warten, bis der sich sozusagen freimacht. Das Problem ist, dass Son jetzt noch sehr stark ist. Das heißt, Ki wird sich vielleicht erst freimachen, wenn Philipp mal 1, 2, 3 Armeen von denen schlägt. Das ist natürlich jetzt die Sache. Also an Philipps Stelle würde ich zum Beispiel seine beiden Armeen, ich weiß jetzt gar nicht, was er jetzt gerade macht. Gar nichts, oder? Die eine hat sich wenigstens schon mal, glaube ich, bewegt. Die ist schon mal, glaube ich, einen Meter weiter gelaufen. Jetzt läuft es ja doch schnell mit der Typin. Okay. Da wieder nichts. Ich bin gar nicht bewegt. Ne?
Gut, hast du Glück gehabt. Und der rechte Typ soll jetzt durch... Okay. Ja, mein rechter Typ. Ich würde jetzt die zwei Armeen ein bisschen zurückziehen. Entweder greife ich die Armee an, ich würde zum Holzplatz gehen, oder? Ja, ich würde beide zum Holzplatz schicken. Da siehst du auf dem Fluss, da kommt noch was an, also... Ja, ich würde jetzt beide zum Holzplatz schicken, damit du den Holzplatz A verteidigst und B danach die eine Armee angreifen kannst, oder nicht? Vielleicht eine mit Hinterhalt. Eine in den Holzplatz rein oder so und eine mit Hinterhalt. Wenn es geht. Ob das per Dings... Also die Stadt unten würde ich lassen einfach, die würde ich freilassen. Das jetzt noch funktioniert, Hinterhalt? 15%. 25% ist, brauchst du. Genau. Ja. Ach, so, würde ich erstmal lassen, mal gucken. Nächste Runde kannst du im Notfall angreifen. Sie können vom Fluss aus nicht sofort deine Stadt angreifen, da hast du eine Runde mehr. Deine Leute würde ich auf jeden Fall, wenn du jetzt Armeen von hinten holst, würde ich sie über den Fluss schicken, weil sie viel schneller sind. Deine Armee in Hedon, ich weiß nicht, warum die da sinnlos rumsteht, auch auf den Fluss rauf und fertig. Ja, stimmt, die ist voll geladen. Ja. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Die anderen, die müssen sich ja noch aufladen, deswegen habe ich die über den Landweg geschickt. Okay, das ist richtig. Aber normal geschickt, genau, das ist super. Brauchen noch ein, zwei Runden, dann sind sie aufgeladen, ne? Die Typen würde ich trotzdem schnell schicken, weil ich meine, die brauchen noch eine Runde, um sich voll aufzuladen, also. Kannst du eine Runde normal laufen, oder? Meinst du nicht? Nee, hey, später haben wir da eine Runde noch normal. Okay. Aber ich glaube, ich muss die oben rum schicken, weil unten rum gibt's keine Wege. Also, es ist echt verschachtelt hier. Kannst du einfach zu Nanyang schicken, oder? Genau. Ja, aber eben oben rum, genau. Jetzt kann ich da. Ach, da nach oben dann. Achso, okay. Nanyang klicken. Okay. Ja. Und den Typen, den. Ist wahrscheinlich am schnellsten hier durch das himmlische Gebiet zu schicken. Ich mache jetzt trotzdem mit meinem Friedensvertrag, auch wenn es viel Geld kostet, mit. Mit Jianlong? Okay. Ja, machst du mit? Kannst du da, dass du durchlaufen kannst? Oder kostet es noch mehr? Unwahrscheinlich, wa? Ich mach erstmal nichts anderes, frag jetzt mal nur noch bei minus 21. Ein Gebiet will er haben. Was? Mit ihm kaputt. Der mit seinen Level 3 Städten hier, Wahnsinn. Aber Rüstungsschmied hat er, ne? Die Sau. So, das ist natürlich geil. Also wir haben übrigens, ich habe noch nicht ein einziges Pferd, glaube ich, bekommen. Nee, ja, nicht eine einzige Waffe, glaube ich, bekommen. Also das funktioniert im Moment noch nicht so. Keine Ahnung. Das sind gar nicht so gute Gegenstände. Egal, so ein bisschen Geld, dann hat sich das. Zahlung leisten. Hier aus? Ah, hier jetzt Plus, sehr gut. Wie sieht es hier aus mit der öffentlichen Ordnung? Wird jetzt auch Plus, aber hat natürlich ordentlich Minus gemacht. Steuern, wie in der Fraktionsunterstützung. Okay, alles gut. Ne? Ansonsten öffentliche Ordnung überall im grünen Bereich. Warum haben wir denn hier so viel? In Anping? Wie in der Garnison. Stimmt. Bin wieder zufrieden. Warte mal, ich habe Krieg mit Herzogtum Bar. Ja. Wieso denn das? Na, kam Ort dazu. Na, Son ist doch mit fünf anderen Leuten in der Koalition. Das wird jetzt immer weiter reinklickern. Deswegen muss man jetzt erstmal Son irgendwie klein machen, damit T sich nicht auch noch anschließt, weil dann geht es langsam los. Dann haben wir den Totelwurm. Naja, ist unwahrscheinlich. Na komm, Digga, das hat schon wieder 10 Minuten gedauert hier, Mann. Das kann nicht so schwer sein. Ja, du musst einfach nur die 5 Einheiten bewegen, einmal Gebäude kurz einmal durchgehen, in einen sinnlosen Dreck bauen. Das geklappt. Ja, die doch. Ey, Mann, das war das erste Mal in 10.000 Jahren, dass es bei mir geklappt hat. Ja. Echt, du bist aber der Hinterhaltmaster, kann man nichts gegen sagen. Ja, oder? Das ist total einfach, Mann. So musst du nie was machen. Guck mal deine Verluste an, so. Den Ring. Ja, die kommen natürlich jetzt. Hi. Der läuft mal ganz kurz an mir vorbei, an meinem Lager. Aber jetzt laufen die einzeln, sind die dann... Ja. Denken sie können's? Das ist Sondiger, der denkt, dass er der übelste Harry ist. Aber warte mal, da von unten kam Bar, oder? Ja, irgendwann mal. Oh, Wu will nicht Angriffspakt, das mache ich mal. Und ich soll ihm nur 2 Unterstützung nehmen. Eieiei. Hast du mit dem jetzt eigentlich ein Angebot gemacht?
Ich habe jetzt Chi Unabhängigkeit Angebot gemacht. Wenn er unabhängig ist, dann erkläre ich gleich sozusagen mit den Treat an Zorn. Ich weiß nicht, ob du das auch noch machen kannst, weil du schon Treat mit Zorn hast. Ich glaube nämlich. Nee, ich hab's versucht, aber es wollte er nicht. Da stand irgendwie sehr viel Minus. Echt? Dann mag er dich einfach nicht. So, Leute, die mögen dich nicht, weil. Die mögen mich einfach nicht. Ich meine, kann man sie ihm verdenken? Nee, ne? Nein, den nicht, ne? Das haben wir. Ich kann jetzt hier bauen, was ich will. Welche blöde Stadt ist das? Why? Blöde Stadt. Und damit bauen wir halt wieder mal die privaten Werkstätten. Soll ich mal ausbauen wenigstens einmal. Haben wir gleich mal einen kleinen Bonus auf Handel. Die können wir auch gleich nochmal machen. Haben wir gleich nochmal einen Bonus auf Handel und auf Industrie. Na, geht doch. Und dann bauen wir sie gleich nochmal. Die können wir auch gleich fertigstellen. Dann bauen wir hier weiter Nahrung aus. Sehr gut. So, das ist schon mal gut. Das läuft wenigstens in die richtige Richtung. Wenn die Richtung nun wirklich nicht wirklich zielstrebig ist. Aber das ist ja auch nicht ganz so wichtig. Hauptsache ist immer die Richtung vorzugeben. Das machen wir auch mal schnell. Ich habe wieder Nahrung. Ich kann wieder handeln gleich. Zack, machen wir das. Das dauert nämlich ein paar Runden. Da habe ich mich jetzt keinen Bock drauf, mich da zu beschäftigen. Ah, das haben wir ja so umgebaut, okay. Ja, und hier war eine staatliche Werkstatt. Die, wenn es irgendwie geht. Oh, hab schon gar nicht mehr so viel Geld. Da muss man sie erstmal jetzt lassen. Ich glaube, mit Wu ist mein Handelsabkommen jetzt weg. Mein Nahrungshandelsabkommen. Ich guck mal kurz, Zon ist nämlich noch 4 Runden lang. 1600 noch jede Runde. Und Wu habe ich keins mehr. So, jetzt gucken wir mal. Hab ich Wu noch ein bisschen umregelmäßig hier mit Nahrungsmittel anbieten. Jo, Digga. 150 Nahrung habe ich. Also 123 habe ich. Was plus. Okay. Um Zahlung bitten. Entweder eine einmalige, aber die haben nur 7000. Machen wir es so, dann nehme ich mir all ihr Geld. Plus, die geben mir noch jeden Tag was. Das kannst du schon mal direkt stecken. Oh. Das wird auf jeden Fall. Also, Wu kann ich auf jeden Fall wirtschaftlich wieder töten, quasi. Was machen die noch am Einkommen? 6000 machen die noch? Okay. Okay, das sieht wieder gut aus, Digga. Hab ich Wu noch wirtschaftlich geschwächt? 3 Runden ist übrigens Reform, das ist aber okay. Ich glaube, der Rest ist. Also, wie können wir das was drucken? Und zwar. Wissen und den Scheiß haben wir noch. Okay. So. Auf die Händler. Ich möchte ihre Waren betrachten. Genau, der soll nach darin. Bereitet meine Gemächer vor. Ja, und eigentlich kann der sich auch verpissen. Rührt euch. Haltet euch bereit. Der kann sich auch mal zum Ackerland verpissen. Mindestens zum. Er zwingt nicht das Unmögliche. Ja, oder nach da. Also nach darin, genau. Du nimmst dann die Stadt ein, sozusagen. Stellt euch für den Kampf. Genau, also. Armeen sind jetzt sozusagen halbwegs unterwegs. Fördert Weisheit. Vermeidet Umwege. Bleibt ruhig. Rücken vor. So, jetzt tue ich mal ganz kurz. Bevölkerung macht hier 8%. Also, es ist nicht so, dass wenn du in der Stadt stehst, nur die Bevölkerungsbonus trägt. Das ist einfach, je nachdem, welches Gebiet es ist und wie viele Leute da drin sind. Also, ihr müsst nicht in der Stadt stehen, um wirklich eine Menge Zeug zu kriegen. So, du bist wieder dran, eine Menge Nachschub zu kriegen.
Wir gucken mal auf die Reform, weil da werden wir sicherlich noch gleich machen, wenn wir schnell sind, noch eine schaffen. Aber gucken wir mal. Müssen wir jetzt schneller Runden mal machen. Ja, also meine nächste Reform ist klar. Ich gehe auf 10% Nachschub. Das ist einfach eine super Reform. Das hört sich in der Tat ganz nett an. Ja, vor allem, wenn jetzt bald der richtige Trieb tobt, sozusagen, da ist es schon ganz cool, mit 10% mehr Nachschub zu haben. So, Digga, du bist dran. Wie sieht's bei dir aus? Kurz Gebäude machen. Dann die Jungs anweisen, mal rumzulaufen. Das dauert noch. Nicht möglich. Er läuft hier nach unten. Ich wollte gucken, ob der vielleicht auch die eine Provinz tauscht, durch die ich gleich durchläufe. Das wäre natürlich perfekt. Die Stadt da holen? Batzi? Achso, Und? Wie sieht's aus? Der muss erstmal verhandeln mit Xiao Long. Das ist Mach nämlich nur eine Dreier-Provinz. Ich sehe Kann sie. bestimmt gut sein. Den Baixi. Was verlangt er Die denn? Dreierortschaft. Minus 62. Naja, wahrscheinlich ist das nichts. Dann laufe ich halt durch, weißt du? Echt, ey. Wenn du willst. Ich weiß gar nicht, was, wenn man schnell durchläuft, ob der das denn überhaupt registriert. Die Frage ist halt, wo willst du mit der Armee hin? Willst du die ganz nach rechts schicken? Oder sagst du dir, naja, die steht so ein bisschen mittig in Chagnon im Holzplatz oder in der Kleinstadt Chagnon oder so? Nicht genau da würde ich sie hinschicken, Kleinstadt. Kleinstadt Chagnon, ne? Würde ich auch denken. Weil, falls ganz links wirklich was kommt, wärst du sonst so weit weg und würdest so viel verlieren. Ah, sind ja schon da. Ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe ja im Norden von meinem Reich, also jetzt in da, wo Herzogtum Son seine Hauptstadt hat. Genau daneben habe ich meine Stadt, wo ich ausbilde. Und ich habe im Süden noch eine gebaut. Das heißt, wenn ich im Süden eine Armee brauche, weißt du, dass ich da auch eine bauen kann. Die Level 4 rauskommt und so ein Zeug, weißt du? Das ist gut. Das kannst du die bei dir auch Ja, das ist bald schon. überlegen, sozusagen. Zum Beispiel in dieser neuen Dredd-Stadt, diese Level 5er Stadt, Nein Yang, dass du da überlegst, ob du dabei zum Beispiel so einen Scheiß hinbaust. Dass du da Einheiten bauen könntest oder was weiß ich, noch weiter links oder so. Müsste mal sein. Ist ja doch nicht über den Fluss gelaufen. Lol. Also so ein bisschen, Der ist oder? schon von alleine, der ist von alleine irgendwann da ausgestiegen. Okay. Er soll ja aber auch jetzt auf die Straße. Moment, das ist eine super Straße. Jetzt würde ich an deiner Stelle wieder den nächsten Hinterhalt legen. Ich kann nicht. Auch vor der Stadt habe ich schon Nicht gemacht. passieren. Vom Holzplatz meinst du? So, ja, gut. Ich hätte ihn weiter vorne noch gelegt, aber ja, kannst du natürlich machen. Ich würde die andere Armee rausziehen aus der Stadt und auch einen Hinterhalt irgendwo legen. So macht man das, Digga. Hinterhalte legen. Alles Mögliche abdecken. Hab denn? So. Natürlich gucken, wo du den Hinterhalt legst. Da siehst du ja immer, wie viel Prozent es sind. Also siehst ja, wo die kommen hier an? Ach so, meinst du im Wald oder im. Naja. Das Aber Feld ich würde ich meine, nicht ich machen. setze ja noch meine Stadt. Ich würde jetzt einfach da so drin lassen. Oder so. Dann habe ich jetzt ja alle bewegt, Gebäude. Ich wollte mal auch gerade nur noch so ein bisschen. Ist im Mal Moment. gucken, wie Leute befördert werden wollen. Nee, warte mal, nee. Naja, ich Ah, wollte nee, mal der gucken. heißt Ich guck mal nebenbei noch. Guang Gui. Wer Ach, der ist geht bei der dir. Verwalter? Der General ist schon knappe Kiste. Der geht im Moment auch noch. Der Verwalter ist auch noch okay. Wow, Leute, wie viel gibt's denn hier bei mir? Ah. Der ist natürlich nicht so geil. Der ist kacke. Ach, warum hat er denn jetzt? Irgendwer hat keine Zufriedenheit. Hat schon 6 Zufriedenheit, oh Ah, Mann. na klar, Lady hast du nicht gesehen, die ist natürlich. Ja, das ist klar. Das ist das Problem bei diesen Der legendären ist eine Charakteren. 7. Dem musst du dann Ja, sofort eben. eigentlich ein Amt geben, so. Ein hohes auch. Und der Mit Level General. 7 ist klar, dass sie dann sagt: Hallo? Bist Ah, du der hier General hat auch? nichts. Aber wenn sie Ja. wenigstens General ist? Naja, das ist doch nicht. Ist doch Warum nicht kann ich viel. sie zum Befehl? Ach, die ist schon Befehlshaber. Die ist schon das Oberste? Krass. Hä? Nächsten? Hä? So, dann gehen wir mal auf die Wirtschaft hier, weil wir nichts zu tun haben. Level Bauern jetzt 10. 18.300, das wird immer mehr. Geil. Gefällt mir. Jetzt kommen Was machst du jetzt? 8.000. Du hast 8 Armeen und wie viel machst du jetzt plus noch insgesamt? 14. Ich habe 7 und mach 13, dann bin ich ja gar nicht so weit mehr weg.
Nö. So ein geiles Reich, Digga. Und Seide und so. Seide macht bestimmt richtig geil, oder? Wie viel macht Seide bei dir? Nee. Noch nicht so, oder was? Seide bin ich jetzt bei 2-2 insgesamt. Von drei Städten, von drei Dingern. Da ist jede Mine besser. Ja, drei Minen sind auch noch 1500 plus halt die Boni. Ich habe eine Akademie gebaut. Akademie ist von Arsch. Ja, du musst aber so sehen. Ich den Marktplatz. Genau. Du, von den drei Regionen, ne, ich kann mir auch nicht aussuchen, was ich kriege. Ich habe da zweimal Nutztierhof und einmal ein Ackerland. Da kriege ich null Geld. Weißt du? Ah. Du kriegst 2-2. Das ist halt schon mit Potenzial noch mehr zu kriegen. Autsch. Au. Ei, au, au. Treffen die an? Ich sehe es nicht, ich bin zu weit weg leider. 2-2, unfair. Ja, ist der Philipp, du. 2-2, unfair. Aber das Gute ist, nächstes, zu, der, gut, dass ich dir auf schnell gemacht habe, die Armee. Du hast gesagt, lauf mal langsam mit deiner Eulen. Ja, weil ich ja immer unterschätze, dass du mit dem Hinterhalt, dass deine Leute mit Hinterhalt nicht umgehen können. Die sind halt nicht hinterhältig. Ich hab eine Waffe mitgenommen. Es ist nicht dein Ernst. Wahnsinn. Alter, Moje. Übelschwert, Mann. Legendär. Übelschwert, Mann. Wer soll denn das halten? Hier, du Junge. Du kriegst 15 List, Alter. Also mein einer Typ nur mal so hat 46% mehr Munition. Also... Gibt er den Typen. Oh, hier, mein Haupttyp, 87%, ne? Der alte Sima. 87 mehr Munition, das ist natürlich fett. Und dick. So, der ist gelaufen, wo will denn der hin? Ist korrekt, darf er. Ist richtig, so, der will nach da laufen, das ist auch okay. Wo will der hinlaufen? Ja, der macht ja den Tritt 17 dann. Okay, das ist cool, finde ich gut. So, nehmen wir kurz nochmal die Gebäude durch. Und dann müssen wir mal noch gucken. Ein Charakter ist schon wieder am rumheulen, dass er hier irgendwie nicht zufrieden ist. Warum auch immer. Ja, belastend immer die Leute. Wenn ich was hasse, sind es unzufriedene Leute. Das sollen sie mal nicht so haben. So, da wir... Es ist ja so. Hallo. Ich will noch mehr Gehalt bezahlen. Ist wirklich so, ne? Was willst du denn sonst machen? Dann kann man alle Leute einfach zufriedenstellen, egal was passiert. Ah ja, okay, der hat noch nicht mal eine Ausrüstung. Der kriegt das nochmal 6 Zufriedenheit, dadurch, dass ich ihm noch was geben kann. Das ist natürlich auch ein Vorteil. So, warte mal uns kurz. Du kriegst noch eine Rüstung. Und... Bleibt in Bereitschaft. Ja, scheiß drauf. Vor allem, wenn es noch 800 kostet, so, weißt? Das ist ja jetzt nicht irgendwie... Das ist ja jetzt nicht so viel. Bei ihm sind es 1200, das ist auch okay. Jo, du zahlst jede Runde dadurch ein bisschen mehr, trotzdem, ne? Oh, der sieht noch richtig schlimm aus. Warum eigentlich? Ach, der ist ja, halt, weil er noch gar nichts ist. Okay. Der ist schon krank, rechts die Liste, ne? Gibt's da noch... Die Typen meinst du? Ja. Acht andere Fraktionen, also mit dir eingeschlossen, ne? Also mit dir insgesamt 9. Also diese Bündnis müssen wir auch noch machen. Ja, ich würde sagen, du machst noch eine Runde und dann sprechen wir ab. Tätst du davon? Aha. Ja, so. Wir machen jetzt ja die krasse Schlacht noch mit, Oh yeah. Völlige Torheit. Aber dann hast du 3 Armeen, oder was? Ja, immerhin. Ich drei, vielleicht kommen die andere auch noch. Muss ich mal gucken. Mann. Ob die es auch noch schaffen, mit Gewaltmarsch herzukommen. Tatsache. 4 gegen 2 ist unfair. Also ich meine, ist nicht mehr unfair dann. Nee, dann ist gerecht, ne? Ja, dann ist gerecht. So übrigens, Philipp und ich haben ja viel Fußball gespielt damals in so einem Käfigkasten, da so einem kleinen Fußballplatz. Das war genau dasselbe. 5 gegen 5 wollte er nicht spielen, immer nur 4 gegen 2. Meine Fresse, das war fies, ey. Und wem greifen wir jetzt an? In die Vordere vielleicht. Die Vordere haben wir nicht mehr angreifen, das wäre ja... Ich würde jetzt alle 4 Leute rauslaufen und auf Hinterhalt gehen. Das muss auch geil sein, wenn du die ganzen 4 Armeen da hinstellst, alle haben Katapult mit und du hast 4 Katapulte, die einfach mal alles, was anrückt an Fußsoldaten, einfach komplett niedermetzelst. Die Räume sind jetzt abhauen, die garantiert, oder? Weiß ich nicht. Greif doch trotzdem an mit der Typin aus der Stadt. Genau. So,
Super. Jetzt die andere. Sie gucken, ob alle dahin passen zur anderen. Die andere kämpft auf jeden Fall nicht mit. Meinst du, die rennen dann nicht wieder weg? Die kann sein, dass die nochmal wegrennt. Jeder darf einmal wegrennen. Ungeschriebenes Gesetz, Digga. Ich bin aber nicht weiter hinterher. Ungeschriebenes Gesetz, jeder darf einmal wegrennen. Ups. Okay, komm ich hierher. Dann komme ich bis hier. Kann ich mit dem nochmal angreifen? Hä? Ja, 2 gegen 1 ist immer noch gut genug. Immer noch unfair. Tudum. Aber Riesenvorteil, du stehst wenigstens jetzt zusammen. Die können sich noch angreifen. Kannst du die einzelne Armee noch angreifen? Mit 2? Das könnte klappen, ja. Also schön, dass Philipp jetzt ein paar Armeen gebaut hatte vorhin. Damit wir jetzt da wenigstens mit Zon gleich mal... Weil wie gesagt, wenn wir Zon ein bisschen schwächen, ich glaube, da haben wir eine gute Chance, dass T sich unabhängig macht. Und dann kann ich auch endlich mitmachen. Weil ansonsten habe ich T auf dem Sack. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Er ist nicht tot? Naja, sieht aber so aus. Die haben alle drei eine weiße Fahne. Also ich glaube, die könnten überlaufen, oder? Ich habe ein Pferd bekommen. Einen Typen. Nice. Tot. So, dann soll ich die wenigstens. Oh, Fraktionsnachfolge, ne? Yuan Tan ist jetzt abgelöst von Wan Ye. Aha. Ist aber immer noch Son, glaube ich, oder? An sich. Die können nicht mehr laufen. Was doch, sie kann noch. So, okay, sind schon mal 2 Armeen von Son weg. In so kurzer Zeit. Erstmal eine. Ja, okay, ja. Also von daher. Muss ich aber hier dafür alle upgraden. Feuergeschoss, genau, perfekt. Hä? Was sagst du? Anwenden Feuergeschoss. Aber der ist leider ein blauer Typ, hat aber nur ein Katapult und sonst Nahkämpfer. Geil! Keiner Team! Alter, wie Philipp die Einheiten baut, du. Da musst du erstmal. Wahrscheinlich die Typin hier, die Level 5 war, wahrscheinlich. Muss er nicht, Da wollen wir mal ein Tutorial drüber machen. Bei den anderen hast du es ja richtig gemacht, nur bei dem Typen, ne? Ja, weil ich da eben 2, Blaue drin hast. Mehr blaue hatte als ein anderer. Da hast du 2 Katapulte drin, bist du ein Ekel. Bist du ein Ekel, Alter. Ja, ne, ich dachte später mal austauschen die Leute, aber im Endeffekt macht man es ja dann doch nicht. Man macht's doch nicht, ne. Aber hier, oh, dem kann ich noch was für die Zufriedenheit geben. Unterhalt des Gefolges, auch gut. Perfekt. Aber wie gesagt, warum ich es noch nicht mitmache, ist klar, weil ich sonst Key von allen Seiten auf den Sack kriege. Und das ist halt, ich habe halt unglaublich große Grenzen zu Key. Also, pfff. Ja, das wäre. Also, das kann man, klar, sicherlich kann man das schaffen und so, ne, aber. Wenn ich es irgendwie umgehen kann, würde ich es halt umgehen wollen. Das ist so die. Krass, ich habe jetzt die 3 Leute. Befördert, ne, upgegradet. So gut. Den Typen hier noch rausholen. Ich könnte natürlich mit Wut tauschen, ich könnte die Handelssiedlung geben und dafür gibt er mir die Stadt. Das könnte ich natürlich dann machen. Aber die Handelssiedlung brauche ich erstmal nicht, die Stadt wäre sinnvoller. Dann logischerweise einfach noch die Eisenmine. Lassen wir mal gucken. Und sorry, ich muss da kurz Gebäude bauen und dann haben wir es. Dann haben wir es. Hier, guck mal, noch eine Oldschool-Armee habe ich hier noch. Sieht wirklich, seit ich Kaiser bin, welche Armee Oldschool ist und welche nicht. Obwohl die ganz neue, die habe ich auch. Ja, diese Elite-Wachen, was willst du machen? Die sind einfach krank. Vor allem kannst du mit jedem Heerführer, selbst mit Level 1, kannst du die bauen. Das ist einfach zu gut dann. Ja? Hm? Die sind natürlich. Deswegen. Overpowered könnte man fast meinen. Zwar arschteuer, klar, aber. Und der Witz ist, Digga, jede meiner Armeen hat nur 2500 Leute, ne? Nicht mit 3900 wie bei dir. Immer nur 2500.
Auch die Typen muss ich auch noch upgraden. Oh Mann. Jetzt habe ich 8 Armeen. Mittlerweile übrigens muss ich mal, das habe ich mal ganz am Anfang irgendwann gesagt, diese Pferdeweiden sind es, ne? Die muss ich mal irgendwann entwickeln, weil die geben ja nicht nur Rekrutierungskosten, sondern auch Unterhalt von Kavallerieeinheiten. Und ich habe ja jetzt 8 mal 4 Kavallerieeinheiten. Und 32 Kavallerieeinheiten. Und jede, das kann ich gleich mal gucken. Jeder hat einen Unterhalt von, na, im Moment sind es 192, aber da ist ja schon der Bonus drin. Sag mal, wie viel Bonus habe ich denn drin? Ja, ach, keine Ahnung, bestimmt eine Menge. Also, kann man da mal raufgehen? Für die Harmonie. Warte, hier. Ah, ich nehme mal, die haben zum Beispiel 239. Was ist denn der wirkliche Unterhalt von dieser Armee? Alle Drachen. Steht es. Jetzt hast du zufällig gerade weitergemacht, ne? Du bist ja ein Ja. Bastard. Was ist denn da los? 315. Ja, jetzt ist ja los hier. Haust du ab? Rückzug. Noch eine. Was ist Klar. denn da los? Kannst du nicht irgendwie. Sind denn so schlecht? Die kämpfen jetzt hier 1 gegen 1. Naja, wir könnten selber. Oh, die haben gute Einheiten auch. Aber es ist Vollarmee gegen Vollarmee. 1 gegen 1 aber, oder was? Nee, hier 3 gegen 3. Kannst du speichern? Das ist aber genau in der Mitte. Also es ist. Da Kannst du kämpft man speichern? einfach nicht lang. Würde ich gerne machen. Aber nächstes Mal, glaube ich. Ja, ich habe jetzt Schnellspeicher gemacht, dann machen wir das nächste Mal. Ne? Aber es ist halt glorreiche Niederlage bei genau, unsere Armeen sind gleich stark, ja. Also, da hätte ich voll Bock drauf. Ich meine, so zu starten ist hart. Vor allem, weil wieder zwei von deinen Leuten wieder voll komplett übermüdet sind, weil du einfach nicht raffst. Ne? Die Aber. musste ich ranholen. Ja, die musste ich. Und eine deiner Armeen ist ja auch halb tot hier, die von deiner Hauptarmee, ne? Scheiße. Na egal. Das wird auf jeden Fall hart werden, aber es wird geil! Das wird geil. Gut, dann speicher mal ab. Ich kann selber nicht speichern. Ne, wir müssen ja hier aufhören. Das ist das Fiese daran. Naja, gut, dass ich so schnell rangeholt Ich habe, weiß auch aber. nicht, ob du den Speicherstand, ob du den dann Ja, laden. zur Not kannst du einfach dann Letzten Zug automatischen Speicherung, umleiten. dann wird da genau dasselbe passieren. Gut, Jungs und Mädels, dann würde ich Okay. sagen, hören wir hier auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann jetzt mit einer, ich weiß nicht, ungefähr 12.000 gegen, na sagen wir mal, 11.000 gegen 10.000 Mann oder so Schlacht. Nö. Gönnen wir uns dann Genau, mal. 11 gegen 10, genau. Oh Gott. Viel Spaß dann, bis dann. Tschüssi.